Und er backt ordentlich rum dabei. Interessanterweise. Warum auch immer. Oh, das ist schon wieder so eine gefährliche Kombination, ne? Flammenwerfer und Pfahltyp. Komm, hau den um. Gut. Ich geh bestimmt nicht zur Hölle. Komm her. So. Der Einzige, der hier zur Hölle geht, bist du selber. Du gehst vor. Lockruf der Flammen. Mindestens 25 Intelligenz. Kann ich also benutzen, tatsächlich. Interessant. Oh, da ist noch einer mit dem Pfahl. Okay. Ich hoffe, dass er sich jetzt nicht provoziert fühlt, indem ich hier seinen Kollegen leer saug. Selbst wenn interessiert es mich auch nicht. So, und der hat auch nochmal Bargeld bei sich. Finde ich gut. So wird man reich hier. So. Der Fall von Schloss Vischerath. Moment. Er sagt, es ist Nummer 3. Ist das Nummer 2? Der Fall von Schloss Vischerath. Ergänzung des Originals durch Bruder Meinhard von Arcanum. Im 12. Jahrhundert wäre es den Anhängern des Vukotlak fast gelungen, ihn aus der Starre zu befreien. Doch die Brucher Promethea und der Ekaterina der Weisen vereitelten diesen Plan und machten Schloss Vischerath dem Erdboden gleich. Ekaterina arbeitete mit den sterblichen Prags zusammen, die unter den Verwüstungen der Anhänger Vukotlaks litten. Anfangs halfen die Sterblichen den Promethäern, doch auf lange Sicht litten die Kainiten darunter. Ekaterinas Tat führte zu einer Opposition gegen die Vampire, die schon bald zur Inquisition ausuferte. Der Fall von Schloss Vischerath. Weitere Ergänzungen zum Original durch Vater Leo Alatius. Schloss Vischerath war einst Schauplatz einer erbitterten Schlacht zwischen den Menschen und dem Vampirabschaum. Hier konnten die Menschen zum ersten Mal seit Beginn der Geschichtsschreibung die Blutsauger unterwerfen. Man verbrannte sie, zerrte sie aus ihren Zufluchten und ließ sie in der Sonne braten. Sie nannten es die Nacht, in der die Dämonen die Wälle der Stadt erschütterten und Feuer und Tod spuckten. Diese tapferen Männer sind unsere geistigen Vorväter, denn sie begannen die Inquisition und verbrannten zahllose Vampire. Natürlich gab es auch Verluste auf unserer Seite, doch die waren unvermeidlich. Auch wenn wir uns die Gemeinschaft des Leopold nennen, bevorzuge ich den Namen Inquisition. Er verbreitet Furcht. Es folgten Jahrhunderte des Versteckspiels, das die Vampire Maskerade nennen. Sie gingen in den Untergrund und versuchten, sich zu verbünden. Glücklicherweise spalteten sie sich. Zwei Sekten entstanden, die Camarilla und der Sabbat. Der Sabbat strebte danach, die Herrschaft über die Seetskinder wieder zu erlangen und verschmähte die Maskerade, die von der Camarilla aufgezogen wird. Ich führe den Bruch in der Vampirwelt auf dieses Ereignis zurück. Daher muss ich das legendäre Schloss Vischerath finden. Wer weiß, welche Wunder sich darin verbergen. Die Camarilla, okay. Jetzt haben wir hier also offiziell das erste Mal von ihr gehört. Die Camarilla, die kennen wir ja auch schon aus Bloodline. Ich schicke dich geradewegs zur Hölle. Stirb, Dreck. Och nee, schon wieder diese Kombination, ey. Es brennt. Zur Hölle mit dir. Komm schon, töte ihn, töte ihn, töte ihn. Es brennt. Oh, ey, der Christoph, treff doch mal. Er trifft einfach nicht, ey. Und er kann mich in Ruhe abfackeln, ey. Das ist zum Kotzen, ey. Dieser Beschiss, diese Vorteilnahme der KI schon wieder. Mann. Jetzt triff doch mal. Mein Gott nochmal, ist das so schwer. Du siehst doch, wo er seinen Körperteil hat, Mensch. Da musst du ihn nochmal treffen können. Na endlich, mein Gott nochmal. Ist das denn so schwer? So. Meine Güte nochmal. Macht sich das Leben schwerer, als es eigentlich ist. Ich muss einen Schläger ablegen, es geht nicht anders. Ich habe ein zu volles Inventar hier. Ich würde das gerne benutzen. Warum kann ich das jetzt nicht benutzen? Hallo? Ich kann es nicht benutzen. Warum auch immer. Sorry.
Das ist kurios. Wieso kann ich das Buch nicht verwenden? Gut, wie gesagt, wir haben jetzt also das erste Mal offiziell von der Camarilla gehört. Auf jeden Fall. Und hier sind zahlreiche Bücher. Ist jetzt blöd mit dem Inventar so ein bisschen. Dass es hier nicht eine Kiste gibt, wo ich mal eben meine Sachen lagern kann. Das finde ich so ein bisschen doof. Muss ich tatsächlich sagen. Oh, naja, gut. Ich glaube, ich nehme mal einen Ring und nehme dafür die raus. Munition haben wir auch keine. Eieieiei. Aber trotzdem werde ich nach Möglichkeit Revolver und Pistole bei mir behalten. Vor allen Dingen, weil ich auch nicht weiß, ob wir hier weitere Gefährten dazu bekommen werden. Ihr habt ja gesehen, wir haben in der Vergangenheit bis zu 4 Gefährten gehabt, einschließlich mit Christoph. Das heißt, theoretisch, ich weiß es ja nicht, das ist ja ein Blindprojekt für mich nach wie vor, ob wir wieder 4 Gefährten kriegen werden. Keine Ahnung. Würde ich cool finden, tatsächlich. Tür. Der hat einen Pfahl bei sich. Und das ist, glaube ich, auch der einzige hier, ne? Ja, das ist der einzige. Ach, da oben geht's weiter. Da geht's weiter. Boah, schon wieder ein Flammenwerfer. Och, Mann, ey. Laufen hier nur Flammenwerfer rum? Ist ja widerlich, ey. Jedes Mal, an jeder Ecke ein Vampir, ja. An jeder Ecke ein Flammenwerfer-Typi. Ist ja furchtbar. Zur Hölle mit euch! Es brennt! Ja! Zur Hölle mit euch! Zur Hölle mit euch! Jetzt stirb endlich! Der stirbt einfach nicht, ne? Mein Gott, nochmal, jetzt stirbt zurück, doch einfach! Zurück! Ja genau, hol noch Hilfe, ey. Scheiße. Ich kann nicht zu weit gehen, sonst kommen die anderen noch. Das will ich ja vermeiden, nach gut dünken. Wo kommt der denn auf einmal her? Ja, folg mir. Folg mir, Kollege. Folg mir, folg mir, folg mir. Schön vorbeigeworfen übrigens. Komm. Ja, stirb, dreckiges Biest. Das einzige dreckige Biest hier bist du. So, komm her. Sehr schön. Spare ich mir die Plasmabeutel. Das ist ganz gut. Die würde ich nämlich gerne noch behalten. Alter, der Flammenwerfer, der ist so übertrieben stark, muss ich echt sagen, ey. Okay, Inventar kann ich in alles in Ruhe verwalten. Ich hatte jetzt Angst, dass er jetzt sagt, nee, dann lasse ich jetzt den Typen los. Das wäre jetzt fatal gewesen. Und da hinten geht's also weiter. Okay, das ist auch gut zu wissen. Noch eine Golduhr, okay. Lässt sich gut verkaufen. Verkaufen! Kerker aus Eis. Was kann das? Friert das den Gegner ein? Ich kann es kaum erwarten, diese verdammten Kaliten in die Finger zu bekommen. Sie werden brennen wie Zunder. Es brennt! Tatsächlich. Das friert den Gegner ein. Aber nicht sehr lange. Auch das war ja ein Zauber, den die Tremere Lords wirken konnten. Oh, endlich ist der Penner tot. Und Bargeld, sehr gut. Alter Schwede. Gut, wenn das hier tatsächlich weitergeht, werde ich mir gleich tatsächlich nochmal den anderen Gang angucken. Wie sieht's hier aus? Ach, da kommt mir einer mit einem Pfahl entgegen, okay. Dann schnapp ich ihn dir gleich mal. Christoph, danke. Ja, er hat sich am Anfang noch beschwert, dass er dass er ihn leer saugen würde und er wäre immer noch nicht satt. Ich glaube, wenn er hier durch ist, dann ist er mehr als satt. Fürs Erste. Ich meine, solange wir den Typen begegnen, das ist ja nicht das Problem. Die kann man ja leer saugen, was bei den Soldaten ja leider nicht so einfach möglich ist. Warum auch immer. Wahrscheinlich tragen sie den Schutz, den ich in Wien vermisst habe. So. Fehlt nur noch, dass er sagt, geiles Zeug, ey. Bargeld? Toll, wir kriegen 8 Dollar kriegen wir oder Pfund oder was auch immer.
Den Computer können wir tatsächlich nicht nutzen. Und Christoph ist da gerade irgendwie durchgelaufen. Ich frage mich, wie er das hingekriegt hat, aber naja, gut. Ach, da ist noch einer. Ich glaube, den erschlagen wir einen. Oh, das sind zwei. Das Leben ist nun Feuer auf meiner Haut. Zur Hölle mit euch! Ja, mag sein, dass er mir Schaden macht. Komm schon. Sehr gut. Das Wasser des Lebens ist nun Feuer. Aber machen wir es halt so. Hier ist gar nicht. Doch, hier ist eine. Hier ist ein Karton, den wir öffnen können. Gucken wir uns gleich mal an, was da drin ist. Tja, wenn es auf die eine Tour nicht klappt, dann machen wir es eben auf die andere, ne? Ich glaube, das ist recht. Der lebt ja noch. Ich dachte, der wäre tot. Komisch, bei unschuldigen Menschen muss man deren aufpassen, bei denen ist das scheißegal. Super. So, machen wir es halt so. Mann. Ich dachte, der würde jetzt direkt automatisch draufgehen. Ja, Pustekuchen. Und der hat auch eine Uhr bei sich. Ey, die haben alle eine Uhr bei sich, ne? Elementsbeschwörung, sehr gut. Könnten wir nämlich für da hinten gleich direkt gebrauchen. Dich doch nicht fest, Christoph. Mann. Dieses Spiel scheint echt sehr bugempfindlich zu sein. Das ist ja schon nicht mehr feierlich, wie bugempfindlich das Spiel ist. Gut. Wie gut, dass ich die Türen, die ich bereits erkundet habe, alle offen lasse. Das ist ganz gut. So kann ich mir das merken, wo ich schon mal war und wo ich noch nicht war. Moment. Da glitzerte was. Gut, dass ich den Dings habe. Oh, das ist ein, ich glaube, das ist sogar ein Diamantring, kann das sein? Weißt du was? Lass das Zeug da. So. Ja, das ist ein Diamantring. Sehr gut. Haben wir hier sogar einen noch besseren Ring. Ich glaube, ich werde noch einen Aluschläger ablegen müssen, wa? Komm, wir schlägen noch einen Aluschläger ab. So, müsste das gehen. Mit dem Bleirohr kommen wir ja am besten klar irgendwie. Eine schnelle Waffe, die auch gleichzeitig gut reinhaut. Ich meine, der Aluschläger war auch nicht schlecht. Das nicht. Aber das Problem ist eben halt, dass der sehr langsam ist. So. Nehmen wir den hier nochmal rein. Schattenmantels. Austreibung des Tiers. So, dann gehen wir mal hier geradeaus. Da war ja, glaube ich, auch ein... Ach so. Okay, da geht's gar nicht weiter. Oh, hier ist eine Tür. Die können wir uns ja trotzdem nochmal anschauen hier. Oh, schon wieder einer mit Flammenwerfer. Ja, natürlich, mit Flammenwerfer. Jetzt fang ich schon an, so. Zur Hölle mit euch! Zur Hölle mit euch! Es brennt! Zur Hölle mit euch! Mach ihn fertig, mein Junge. Sehr schön. Da sind noch zwei normale Laborarbeiter. Die sollten jetzt auch nicht unbedingt das Problem sein. Okay, der trägt eine Schusswaffe. Oh, das sind drei! Scheiße. Drei ist schon... eine Nummer gefährlicher. Oh. Machen wir den erstmal gleich. So. Und an dem frisst du dich satt. Frisst dich satt an seinem Blut. Liegt hier irgendwas rum, was wir mitnehmen können? Nee, anscheinend nicht. Jedenfalls nicht von den Herren abgeworfen. Ne, abgeworfen, ne? Nee, ist klar. Gut, gut. Also ich würde sagen, den zweiten Bereich haben wir schon gut auf den Kopf gestellt. Und ich glaube, wenn ich kann, werde ich nochmal zurückkehren, sobald ich irgendwie einen Händler oder was gefunden habe, wo ich verkaufen kann. Das ist jetzt eben halt die Frage, ob es hier einen Händler gibt und wenn ja, was wir ihn verkaufen können. Herz ist aus Stein, das ist auch gut. Ich sag nicht, da ist nichts drin. Doch, Plasma-Beutel, sehr gut. Wunderbar. Ein paar weitere Plasma-Beutel sind nie verkehrt für den Notfall.
So, du bist voll, hast aber trotzdem einigermaßen Schaden erlitten. Dann heilen wir dich erstmal. Hier ist noch ein Plasmabeutel. Also ich werde gerade mit Plasmabeuteln so ein bisschen zugeschissen. Also das finde ich ganz gut. Kann man sich schon mal einen guten Vorrat aufbauen, wie ich finde. So, dann gehen wir nochmal hier durch die Tür. Aber das kennt ihr ja schon im Laufe dieses Let's Plays. Könnt ihr ja mal zählen, wie oft ich hin und zurück gelaufen bin. Das würde mich, ganz ehrlich, das würde mich mal interessieren, wie oft ich jetzt hin und zurück, hin und her gelaufen bin. Nur um zu speichern. Oh, gut, durch die Tür hier kommen wir nicht. Alles klar, dann ist der Bereich hier auch durch, soweit. Gut, dann können wir ja weiter voranschreiten, würde ich sagen. Auf direkten Wege. Was ist eigentlich hier mit der Kette? Ist die besser als die, die ich trage? Nee. Nicht wirklich. Gut. So. Ich würde mich ja übrigens mal freuen, wenn einer von euch vielleicht mir sagen kann, ob es so eine Art Vampir-Strategie-Spiel gibt. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Ob es sowas in der Richtung tatsächlich gibt. Hier ist noch ein Bereich, den ich nicht abgesucht habe. Ah, das Wasser des Lebens ist nun Feuer auf meiner Haut. Er trifft zwar die Tür, aber macht ja nichts. Ja, genau. Zur Hölle mit euch. Schön, dass er die Tür trifft, aber es wird trotzdem einfach mal gezählt. Finde ich interessant. Goldenes Armband. Ich glaube, das ist für unsere Arme ganz gut. Wo ist es denn da? Ja, das ist gut. Das können wir ja schon vom Mittelalter. Okay, der ließ sich schnell umhauen. Zur Hölle mit dir. War du doch zur Hölle. Übrigens, die Synchronstimme, die wir hier von den Leopolds-Gesellschaftstypis hier hören können, ist die Synchronstimme, um mal via Animes anzusprechen, von Enel aus One Piece. Wer Enel ist, für die Leute, die ihn nicht kennen können, das ist hier ein Charakter, der alles andere als gut ist, der in der Lage ist, mit Blitzen zu arbeiten. Aber falls ihr mehr wissen wollt, dazu rate ich euch dazu, euch One Piece anzuschauen. Auch wenn das ziemlich lang ist, habe ich festgestellt vor kurzem, dass das über 800 Folgen hat. Ja, ihr hört richtig, One Piece hat 800 Folgen. Aus dem Tagebuch Vater Leo Alatius, Leopolds Gesellschaft, September 1999. Heute beginnen wir mit den eigentlichen Ausgrabungen an Schloss Vigerath. Hoffentlich finden wir eine Menge wertvoller Artefakte und Schriftstücke. Das hier kostet mich ein Vermögen. Einige der großen Reliefsteine sind ziemlich schwer zu durchbrechen. So ein Scheiß aber auch. Das tut mir auch überhaupt nicht leid.